sind hier wirklich in dieser Stadt und das ist... Ja, Leute, wir sind wirklich in Wien. Nicht nur heute, sondern die ganze Woche. In Wien gibt es übrigens nicht nur gute Sachertorte, sondern auch viele gute Museen mit freiem Eintritt für Schüler bis 19 Jahren. Dort sieht man auch das Durchschussloch und trifft die Sophie, die Frau des Thronfolgers im Bauchbereich. Ja? Eigentlich hätte Sophie nicht das eigentliche Opfer sein sollen. Ja? Die Kugel galt eigentlich eine Reihe der Vorsitzenden, Landeschef von Bosnien, nämlich Oskar Potiorek, ja? Aber Prinzip hat ganz einfach sein Ziel verfehlt. Ja? Und der zweite Schuss, der galt Franz Ferdinand. Ja, die beiden wurden also getroffen. Das Fahrzeug brachte sie dann in das Konak von Sarajevo. Das ist ein Regierungsgebäude in der Stadt. Dort waren auch Ärzte zur Stelle, die die beiden retten sollten. Wir haben in der Woche 3 Stadtrundgänge gemacht. Ist die wichtigste Kirche in der Stadt. Wien geht zurück auf ein römisches Militärlager. Die Finnen haben mit diesem System die Obdachlosigkeit in ihrem Land angeblich halbiert seit 2008. Ja? Und wir wollen das jetzt auch machen. Wir haben sogar meinen Geburtstag hier gefeiert. Dafür waren wir sogar im Hard Rock Café Wien. Happy Birthday, Diodora! Happy Birthday to you! Wir haben uns mit Schülern getroffen des Lycée Français du Vienne. Ich bin in Hamburg geboren. Wir waren in der spanischen Hofreitschule und haben ein Training von dem besucht. Wir haben das Jüdische Museum und die alten Reste der Synagoge gesehen. Jean-Paul Sartre, den ihr vielleicht kennt, der hat dazu mal was sehr, sehr Schlaues gesagt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber der hat auf die Frage gesagt, was ist eigentlich Antisemitismus, hat der gesagt, es ist Wahn und Leidenschaft. Und ich finde, es gibt keine bessere Antwort dafür. Er wollte damit zum einen sagen, der Antisemitismus muss nicht immer rationale Gründe haben. Das heißt, es muss nicht immer einen wirklichen Grund geben, damit Menschen antisemitisch sind. Es gibt Regionen der Erde, wo nie Juden gelebt haben und wo es trotzdem relativ verbreitet Antisemitismus gibt. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, dass der Antisemitismus ohne Juden auch funktioniert. Das funktioniert. Es gibt Antisemitismus, wo es gar keine Juden gibt. Wir haben das Haus der Musik besucht. Die Schüler des Lycée Français de Vienne haben uns ihre Architektur der Stadt gezeigt. Also zwischen 1865 und 1868 wurde das Wiener Künstlerhaus, das ihr gegenüber dem Pavillon Karlsplatz sehen werdet, als Ausstellungshaus und Vereinshaus errichtet. Es war also ein Ausstellungshaus für Maler, Bildhauerei, Architektur und angewandte Kunst. So, wir gehen jetzt rein und dann geht's sofort weiter. Otto Wagner hat die ganze Gebäude durchgeplant. Von Bodenbelege, Wandöffnungen, Teppiche, Heizkörper, Lampen, Uhren, Türschnallen, alles, das ihr denken können, hat er abgedenkt.
Yeah.